Hallo und willkommen zurück bei Hogwarts Legacy. Ja, ich muss jetzt erstmal wieder gucken, weil ich habe leider gut, dass es zweitägige Zwangspause machen müssen, weil ich Nachtdienst hatte. Also mal gucken, wie es weitergeht. So. Da gehen wir erstmal zum Professor Fig. Professor Arschromme. Bin ich falsch? Ah, verdammt. Bin so doof. Entschuldigung. Geh mal halt wieder hoch. Die Drehwurm. So. Das Buch zu Professor Fig. Alles klar. Oh. Das kann nicht Ihr Ernst sein. Kobolde und Rookwood? Das ergibt keinen Sinn. Das ist, gelinde gesagt, ziemlich ungewöhnlich. Ungewöhnlich? Es ist unvorstellbar. Es... Ah, Fig. Sie haben Besuch. Mal sehen, was ich herausfinde. Sir. Ich konnte die verbotene Abteilung durchsuchen, als Sie bei Professor Black waren. Es war ein Buch, das wir brauchten. Was? Das... Halt! Sie haben sich Zugang zur verbotenen Abteilung verschafft? Wie das? Ach ja, eigentlich will ich es gar nicht wissen. Naja, eigentlich war das Buch unter der verbotenen Abteilung, wie auf der Karte zu sehen. Ich will alles hören, aber schauen wir erst mal. Oh. Oh nein. Einige Seiten scheinen zu fehlen. Jemand muss das Buch vor uns gefunden haben. Nun, ich werde die Überreste dennoch untersuchen. Vielleicht finde ich etwas Nützliches, auch wenn es dauern wird. Ich frage mich, warum es hier war, unter Hogwarts. Ich glaube, ich weiß es, Sir. Ich sah bei dem Buch noch zwei Erinnerungen. Noch ein Denkarium bei Godrics Herz. Der Mann, den wir gesehen haben, Percival Rackham, war ein Professor. In der ersten haben er und drei andere Professoren mit alter Magie ein Dorf nach einer Dürre wiederhergestellt. Miriam hatte recht. Und die zweite Erinnerung? Sie sprachen mit einer Schülerin, die im fünften Jahr begonnen hatte, wie ich. Sie konnte auch magische Spuren sehen. Warum diese Erinnerung? Vielleicht erklärt das Buch mehr. Jetzt muss ich es mit nach London nehmen. Der Schulleiter bestand darauf, dass ich direkt mit dem Minister über George Tod spreche. Was werden Sie ihnen über Mr. Osricks Tod sagen? Ich weiß nicht, wie viel ich sagen soll. George wollte das Ministerium von Rannoch überzeugen. Ohne Erfolg. Mein Instinkt sagt mir, wir folgen dem Weg, auf dem wir uns befinden und behalten die Details für uns, bis wir mehr wissen. Verstehe. In der Zwischenzeit sehe ich mich nach den verschwundenen Seiten um. Gut. Vernachlässigen Sie die Schule nicht. Sie machen Fortschritte mit dem Zauberstab. Aber in Kräuterkunde und Zaubertränke sollten Sie gut aufpassen, denn Magie ist mehr als nur Zaubern. Auch ohne Sie wird mir nicht langweilig. Das haben Sie sehr gut gemacht. Ich bin gespannt, was Sie bei meiner Rückkehr erreicht haben werden. Oh, und vernachlässigen Sie Ihre Freunde nicht. Sie werden überrascht sein, wie viel Sie auch von Ihnen lernen können. Alles klar, Chef. Revelio. Irgendwas Interessantes? Nö. Ups. Ey!
Es wird Zeit, deine Duellfähigkeiten zu testen und einen neuen Schul-Champion zu finden. Komm zum üblichen Ort für die Finalrunde von Gekreuzte Stäbe. Die Übungspuppe steht weiter zur Verfügung. Alles klar. Triff mich so bald wie möglich in Lower Hogsfield. Ich möchte mit dir über Rookwood und Harlow sprechen. Und außerhalb des Schlosses wäre das wohl am besten. Hallo, wie schön, Sie zu sehen. Okay. Lower Hogsfield, wo ist das? Weltkarte, okay. Ach du meine Güte, geht's hier noch? Ach du Gott, das wusste ich gar nicht. Ich habe keinen Mad Hogwarts in Hogsmeade. Ups. Dies ist die Weltkarte. Der Großteil der Karte ist von Nebel bedeckt, sodass du nur wenig sehen kannst. Dörfer sind kleine Gemeinden überall auf der Welt. Dörfer eröffnen neue Händler, Flohflammen, neue Nebenaufträge und Sammlerstücke. Lower Hogsfield liegt auf dem Land und ist das nächstgelegene Dorf zu Hogwarts. Aus Ehrfurcht vor der Schule, in der sie alle unterrichtet wurden, entschieden sich die Einwohner für den Namen Hogsfield. Etwa zur gleichen Zeit entschieden sich jedoch auch die Bewohner von Upper Hogsfield für den Namen Hogsfield nach Hogsmeade. So kam es zu einem unglücklichen Kompromiss und jedes Dorf fügte seinen Namen einen Zusatz hinzu. Ah. Alles klar. Beim Erkundeten verschwindet der Nebel und die Karte wird nach und nach freigelegt, wodurch neue Möglichkeiten wie Dörfer, Kerker, Banditenlager und viele andere Orte enthüllt werden. Die Professoren Fig und Weasley möchten, dass ich Ihnen noch einen Verteidigungszauber beibringe. Erledigen Sie bitte meine Aufgaben und kommen Sie anschließend zu mir in mein Klassenzimmer. Okay. Alles klar. Jetzt haben wir aber viel zu tun. Egal, irgendwo fangen wir mal an, ne? Was ist das hier? Eine Truhe. Und ich kann kein Schloss eröffnen. Schlösser. Revelio. Ich habe heute eine Sprachfehler, es tut mir leid. Ups. Ups. Das A noch. Dann würde ich sagen, in Lower Dingsbums gibt es doch bestimmt. Was ist das? Hogsmeade. Sammlerhöhle. Was ist hier die Lava oder was? Karte von Hogwarts. Anbau der Bibliothek. Aufträge. Ach du Gott, nee. Kräuterkunde. Da krieg ich Expelliarmus. Brauche ich jetzt eigentlich... Nee, ich gehe jetzt eher schon in das komische Dorf da. In der Hoffnung, dass es den Händler gibt und ich mal ein paar von meinen Sachen verkaufen kann. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Revelio. Nee, es blinkt hier. Bings. Oh, ist mir gerade egal jetzt. Später. Warum sollte ich hören wollen, was du gut? Revelio. Das? In den abgelegenen Dörfern muss es schwer sein, brauch ich doch bestimmt. Incendio! Man weiß nie, wem man begegnet. Wusste ich doch. Letzten Frühling war ein Vampir aus Rumänien da.
Ich habe gehört, bei Badenthal gibt es ein verlassenes Herren. So, dann erkunden wir noch ein bisschen die Welt. Hier waren wir doch noch gar nicht so wirklich viel. Gott, tust du der schwer. Was ist das? Grab? Nein, Flohflamme. Jetzt sind die Flugstunden. Das ist doch schon mal gut, wenn wir das haben. Wieder mal auf Abenteuertour? Nö. So was machen wir nicht. Das ist doch Hagrids Hütte, oder? Also später. Ja, stimmt. Aber 100 Pro, den gerade kenne ich doch. Ja. Revelio. La la la. Ach Gott, das kann ich doch einfach so sammeln. Ein paar Pilze. Wer weiß für was? Also später bestimmt für Tränke oder so. Was wir haben, haben wir. Revelio. So, müssen wir bald was sehen, ne? Eine Anhöhe. Oh, Steinkreis. Hallo, ist hier jemand? Ich weiß schon nur. Ups. Was sind das für bestimmt irgendeine Flugübung? Kann ich mir vorstellen. Hallo, Schäfchen! Ja, Mäh, ne? Und ein Huhn. Was ist halt das? Nee, das ist nicht Hagrids Hütte. Das Klo. Revelio. Hausmeisterwerkzeuge. Einsatzwerkzeuge, die, so kann man vermuten, verzaubert werden können, um alle Arten von Einrichtungsgegenständen für eine gemütliche Hütte zu schaffen, so groß wie der Bewohner sie braucht. Das ist eine Höhle. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Ja, ich bin Hasefuß. Ich will jetzt nicht noch drauf gehen. Auch nicht. Hallo, wer bist du? Darf ich dich um Unterstützung bitten? Nee. Hallo? Kann ich dir helfen? Oh, ein Glück, ja. Mein Name ist Grace Pinch-Smedley, von den Pinch-Smedleys aus Bath. Ich hatte gehofft, dass bald jemand kommen würde. Ich war im Begriff, mich dem Wunsch meines Vaters zu widersetzen und hätte mir das nie verziehen. Weißt du, ich muss etwas vom Grund des Sees holen. Könntest du mir dabei vielleicht helfen? Im See zu tauchen klingt nach einem tollen Abenteuer. Erzähl mir mehr. Toll. Genau die Antwort, die ich mir erhofft hatte. Was soll ich denn für dich finden?
Vor Jahren segelte mein Großvater, der sich selbst für einen Astronomen hielt, vom Bahnhof Hogsmeade aus los, um mit meiner Großmutter nur ein wenig die Sterne zu beobachten. Sie kehrten nie zurück. Das tut mir leid. Was ist mit ihnen geschehen? Das wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass weder sie noch ihr Boot ans Ufer zurückgekehrt sind. Sie sind vermutlich ertrunken. Vater war so verzweifelt, dass er unserer Familie verbot, je wieder einen Fuß auf oder in den großen See zu setzen. Ein wertvolles Astrolabium der Familie verschwand in dieser Nacht mit ihnen. Wenn du es bergen könntest, würde das meinen Vater bestimmt freuen. Du dachtest anscheinend, ich hätte von den Bath Waldegraves gehört. Warum sollte ich deine Familie kennen? Das ist wie die Frage, warum der Himmel blau oder das Gras grün ist. Der Name Pinch Smedley ist gleichbedeutend mit großer Wissbegierde. Wir sind bekannt für unsere Beiträge zu Wissenschaft und Kunst. Ich bin überrascht, dass du noch nichts von uns gehört hast. Und bei allem, was ich noch entdecken werde, werden diejenigen, die den Namen noch nicht kennen, ihn sicher eines Tages kennenlernen. Was genau ist ein Astrolabium? Es ist ein erstaunliches, uraltes Navigationsinstrument. Im Grunde ein tragbares Modell des Universums. Es wird hauptsächlich für das Studium der Sterne benutzt, aber es gibt fast 1000 Verwendungsmöglichkeiten. Faszinierendes Gerät. Leider ist es bestimmt so verrostet, dass es nicht mehr zu reparieren ist. Aber ich hätte es gerne wieder. Es hat schließlich meinen Großeltern gehört. Klingt gefährlich. Besonders für etwas, das lediglich sentimentalen Wert hat. Ach, verstehe. Aber ich wäre dir ewig dankbar. Es kann natürlich sein, dass du noch viel mehr als das Astrolabium entdeckst. Alles, was du sonst findest, gehört dir. Ich habe die letzte bekannte Position des Boots mit der Topographie des Sees, den Tiefenkarten und dem Gezeitenplan abgeglichen. Ich vermute, dass es dort drüben ist, etwa einen halben Kilometer vom Hafen. Es wäre wunderbar, das Astrolabium meines Großvaters wiederzuhaben. Ich hoffe, du findest das Astrolabium. Es bedeutet unserer Familie sehr viel. Es klingt, als wäre ihr Astrolabium nordöstlich des Docks. Ich sollte dort danach tauchen. Ja, aber jetzt noch nicht. Jetzt treffen wir uns erst mal mit hier. Es tut so gut, dich zu sehen. Hallo, Nutty. Wie geht's? Ich hoffe, du hast dich von unserem Abenteuer in Hogsmeade erholt. Mir geht's gut. Ich war eher um dich besorgt. Immerhin sind sowohl Ranrock als auch Rookwood und Harlow hinter dir her. Mir geht es soweit gut. Wir haben damals nicht darüber gesprochen. Aber ich hoffe, du kannst mir jetzt sagen, warum sie nach dir gesucht haben. Sie wollen etwas, das Professor Fig und ich bei Gringotts fanden. Wann warst du denn bei Gringotts? Kurz vor unserer Ankunft in Hogwarts. Darum kam ich auch zu spät zur Einführungsfeier. Ein Portschlüssel brachte uns nach dem Drachenangriff hin. Was in aller Welt? Das war noch nicht alles. Und es klingt vielleicht etwas seltsam. Professor Fig sagt, ich habe eine seltene Verbindung zu einer mächtigen Form alter Magie. Ist das die Magie, die du beim Trollangriff in Hogsmeade genutzt hast? Ich denke schon. Ich lerne noch. Aber ich kann ihre Spuren sehen. Und habe Magie gewirkt, die ich nicht erklären kann. Ich weiß, das ist eine Menge. Das stimmt. Und ich werde noch mehr Fragen haben. Im Moment steht fest, Rookwood und Harlow sind eine Bedrohung für uns beide. Für uns alle. Deshalb wollte ich mit dir sprechen. An dem Tag in Hogsmeade wurde mir etwas klar. Du hast so viel Mut im Kampf gegen den Troll bewiesen. Und Cirona hat sich gegen Rookwood und Harlow wacker geschlagen. Ihr beide habt mich inspiriert, selbst Stellung zu beziehen. Was für eine Stellung? Wegen Männern wie Rookwood und Harlow verließen meine Mutter und ich das Matabeleland. Ich sehe nicht einfach zu, wie sie mein neues Zuhause zerstören. Gut. Rookwood und Harlow sind ein gefährliches Duo. Und dann sind sie auch noch mit Ranrock im Bunde. Noch ein Grund mehr, sie dringend zu stoppen. Es wird gemunkelt, dass Theophilus Harlow sich um Rookwoods Geschäfte kümmert. Ihn zu stürzen, würde Rookwoods gesamte Organisation lahmlegen. Mag sein. Aber sollte sich nicht Officer Singer um Leute wie Harlow kümmern? Ich habe sie gesprochen. Sie war nett, wollte aber selbstverständlich keine Details mit einer Schülerin besprechen. Ich habe gehört, wie einige von Rookwoods Leuten über eine von Harlow geplante Wildereiaktion sprachen. Das könnten wir doch genauer unter die Lupe nehmen. Vielleicht finden wir die Beweise, die Officer Singer braucht.
Okay. Nur wie? Ich werde weiter meine Augen und Ohren offen halten und herausfinden, was genau Harlow vorhat. Ich melde mich, wenn ich mehr weiß. Und denk immer daran, ich bin hier, wenn du mich brauchst. Danke, Natty. Sei auf der Hut. Ja, Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen... Ich höre wohl nicht recht. Sie wagen es, mir zu drohen. Was geht hier vor sich? Ja, da gehen wir gleich hier. Ich muss jetzt erst mal Zeug zu kaufen. Also erst mal muss ich doch hingucken, ob ich auch die gute Sache ausgerüstet habe, ne? Ausrüstung. Ja. Ich will. Gut. Verteidigung, ja, gut, dann laufe ich halt. Mit Brillo rum. Gut. Was ist das? Zauberstabgriff. Echt? Ja, dann Habit. Okay, und den Rest verkaufen wir jetzt halt, ne? Inventar, der leer wird. Hallo, Sir. Was verkaufen Sie? Hallo, ich bin Jalal Semi und dies ist mein Zaubertrankladen. Ich beantworte gerne all Ihre Fragen. Gibt es irgendwelche Gerüchte in der Stadt? Ein Kobold namens Purgit macht reichlich Ärger. Seine Bande greift reisende Händler an, darunter leiden die Geschäfte in der Gegend. Wäre schön, wenn jemand etwas dagegen unternehmen würde. Aber niemand will sich mit einer Bande von Kobolden anlegen. Also kann er in den Ruinen von Coro tun und lassen, was er will. Würden Sie mir etwas über sich erzählen? Mal sehen. Ich bin Zaubertrankmeister von Lower Hogsfield. Aber ich war einst ein einfacher Hogwarts-Schüler wie Sie. Ich gebe Ihnen sogar meinen Hogwarts-Rabatt. Den Standardpreis. Mhm. Meine Preise sind so schon niedrig genug. Toll. Was verkaufen Sie hier? Ich verkaufe nur Tränke und ihre Zutaten. Wenn's ein Zaubertrank nicht richten kann, lässt man's besser, sag ich immer. Meine Zutaten stammen alle aus der Region und mit meinen Tränken bleiben sie gesund und sicher. Was verkaufen Sie hier? Wie kann ich heute behilflich sein? Das werde ich im Nu wieder verkaufen. Danke. Na? War das weg? Was ist das? Florfliegen, Flügel, Haubenhüpfender Giftpilz und Blutegelsaft. Verteidigung. Okay. Ja, nee, komm. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Glaub ich. Revelio. Wirkt wie ein nettes kleines Örtchen. Jetzt laufen wir mal die Section noch ab. Hätte nie gedacht, dass Renrocks ja, ich komm so gleich. Weit gehen. Komm ich hier drin? Ah, Mann! Ich brauch Alohomora. Und zwar schnell. Verzeihung, ist alles in Ordnung? Wohl kaum. Ich habe mein Geschäft und beinahe mein Leben verloren. Sehen Sie sich woanders um. Ich habe nichts mehr zu verkaufen. Ich hätte nie gedacht, dass das passiert. Sehen Sie sich vor. Renrock und seine Anhänger verschonen niemanden. Haben Sie sie angegriffen? Renrock hat keine Geduld für Kobolde, die ihm nicht folgen. Zwar möchte ich auch eine Gleichbehandlung der Kobolde erreichen, doch ist Gewalt niemals die Lösung. Als ich ihnen das sagte, wandten sie sich gegen mich, schlugen mich fast bewusstlos, nahmen meine Karren, mein Hab und Gut, selbst das Allerwertvollste, meine Bilder. Das ist fies.
Haben Renrocks Leute schon einmal angegriffen? Sie haben mich nun eine ganze Zeit verspottet und bedroht. Aber sie haben schon immer geglaubt, nur mit Gewalt ihre Ziele zu erreichen. In letzter Zeit wurde es immer ungemütlicher. Renrock wird immer mächtiger und seine Anhänger wissen es auch. Sie fühlen sich unbezwingbar. Renrock dachte, alle Kobolde würden ihm bereitwillig folgen. Doch er lag falsch. Viele von uns möchten die Streitereien mit den Zauberern diplomatisch beilegen. Sie sagten, dass Ihre Bilder gestohlen wurden. Sind Sie Maler? Ganz recht. Das ist meine Berufung. Auch wenn sie zu einem Kobold schlecht zu passen scheint. Die meisten in meiner Familie arbeiten mit Metall oder für Gringotts. Ich verwette meinen besten Pinsel, dass Renrocks Leute kein Verständnis für meine Werke haben und sie bei erster Gelegenheit verbrennen. Wer weiß, wann ich ohne meine Karren und meinen Lebensunterhalt wieder malen kann. Das tut mir leid. Ich werde mich auf jeden Fall nach den Karren umsehen. Das ist sehr nett von Ihnen, aber ich glaube, Sie haben sie in Ihr Lager im Südwesten hinter den Ruinen gebracht. Da ist es zu gefährlich, um sie zurückzuholen. Ich habe die Karren allerdings verzaubert, zu mir zurückzukehren, falls ich sie verliere. So unwahrscheinlich es sein mag, hoffe ich doch, dass mein Hab und Gut den Weg zu mir zurückfindet. Ach, der Arme. Es war schön, Sie kennenzulernen. Wäre es nur unter besseren Umständen gewesen. Das sind schon Affe-Ersch. Und eigentlich die Card. Naja, egal. Gut, jetzt habe ich ja mal Inventar leer. Jetzt gehen wir wieder. Oh, gehen wir wieder zurück nach Hogwarts. Ach. Irgendwann komme ich auch. Da sind wir wieder. Ach so, bevor ich jetzt. Nee, Aufträge brauche ich. So, nee, Karte brauche ich. Gucke. Das ist eine Hauptquest. Unterrichtsstunde Kräuterkunde, oder? Achso, das wird es. Okay, Aufträge. Warum Kräuterkunde? Oh. Bin ich du? Ich bin 9. Okay. Wie weit sind wir hier? Wird viel weiter. Ah, fällt nur noch Essheit. Supi. Kräuterkunde, genau. Ich habe die ganze Nacht am Aufwand. Sieht schon cool aus. Hallo. Revelio. Ich war hier noch nicht, ne? Da hinten gibt's. Du, erstmal die Flohflamme. Ja. Na. Gewächshausbaum. Das Wurzelgeflecht dieses im Zentrum des Gewächshauses stehenden Baumes ist so weitreichend und verschlungen wie die Kerker der Schule. War das? Ach genau, das habe ich doch. Sammlung. Nee. Entschuldigung. Komische Mütze da. So, was war denn das andere? Oh, ich weiß es schon wieder nicht mehr. Nee. Auf jeden Fall war es ein Mütz. Hä? Der gefällt mir besser.
Wir haben noch viel zu tun. Stelle ich mit Erschrecken fest. Jetzt gucke, was es hier gibt. Zack. Revelio. Sie hat also einen Testral gesehen. Jeder kann doch einen Toten anstarren, kleine Lügnerin. Ich finde, es ist nichts Besonderes. Hier noch irgendwas? Kann man hier hoch? Ne. Da gehen wir mal zum Unterricht. Guten Morgen, Professor Garlick. Wie schön, Sie wiederzusehen, Lenora Liebes. Ach, hier. Die brauchen Sie für den heutigen Unterricht. Eine Kleinigkeit für Ihre Tante. Ach, hallo. Klasse. Die neueste Rose in unserem Garten. Lassen Sie uns gemeinsam wachsen. Wie reizend, alle wieder beisammen zu haben. Dieses Jahr wird voller Zauber und Aufregung sein. Aber das Wichtigste, das wir in der Kräuterkunde kultivieren, ist Wissen. Der umsichtige Kräuterkundler fürchtet die Venemosa Tentacula nicht mehr als die springende Knolle. Nun denn, heute werden wir uns mit einer lieblichen Knolle vertraut machen, nämlich der Alraunenwurzel. Akio. Mal sehen, was wir für unsere faserigen Freunde tun können, was? Zuerst schützen wir unsere Ohren. Nun, alle, packen Sie Ihre Alraune an den Ranken und ziehen Sie kräftig. Sollte die Wurzel wie eine warme, schmutzige Decke umhüllen. Dann fühlt sich die Alraune richtig wohl. Na toll. Furie. Das tut mir sehr leid. Ich fürchte, ihre war etwas zu alt. Also gut, weg mit dir. Das haben sie alle toll gemacht. Als nächstes werden wir Diptam an den Pflanzentischen einpflanzen. Sie können anfangen. Der beste Zeitpunkt für die Aussaat ist die letzte Saison. Der zweitbeste ist jetzt. Ja, Professor? Zuerst einmal möchte ich Sie zu Ihrer Alraune beglückwünschen. Sie können recht anspruchsvoll sein. Ich hatte eigentlich sogar Spaß. Ihr Enthusiasmus ist ansteckend. Wie nett von Ihnen. Es scheint, als würden Sie im Fach der Kräuterkunde bereits Ihre Wurzeln schlagen. Wie bereits erwähnt, werden wir jetzt Diptam sehen. Holen wir also zunächst die Samen. Ich habe schon welche, Professor. Aus Hogsmeade mitgebracht. Sie waren in der magischen Rübe? Wunderbar. Vorbereitete Schüler wachsen und gedeihen. Ich habe Ihnen einen eigenen Pflanztisch im Unterrichtsraum reserviert. Das war in der kurzen Zeit gar nicht mal so einfach. Sehen Sie die Samen aus und kehren Sie später zur Ernte zurück. Gute Erde, Sonnenlicht und Magie helfen zwar sehr, aber Zeit zum Wachsen brauchen Sie trotzdem. Mal sehen, wie kann ich mein Flockenblumenarrangement abrunden? Aufgrund seiner Heilwirkung ist Diptam eine wichtige Zutat für den Mega-Power-Trank, wie Sie sicher aus Professor Sharps Unterricht wissen. Ja, das war... haben wir dann Diptam? Okay.
Gut gemacht. Sobald er geerntet werden kann, ist Ihr Diptam für den Mega-Power-Trank einsatzbereit. Professor Sharp wird Ihnen das erklären. Nun, strecken wir unsere Zweiglein etwas aus und sehen uns eine andere Pflanze an. Den chinesischen Kaukohl. Einige Pflanzen sind besser für die Verwendung außerhalb des Kessels geeignet. Ohne etwas zum Kauen sind die Kohlköpfe wirklich reizbar. Zum Glück habe ich eine Puppe, an der Sie nagen können. Lassen Sie sie ordentlich hineinbeißen. Ja, Professor. Sie sind im anderen Gewächshaus, gleich am Ende des Weges, der aus diesem Raum herausführt. Ihr Klassenkamerad, Mr. Pruitt, wird Sie netterweise begleiten. Kommen Sie zu mir zurück, wenn Sie fertig sind. Und passen Sie auf Ihre Finger auf. Sie beißen. Aber was es mit dem Kaukohl dann auf sich hat, das erfahren wir in der nächsten Folge. Also danke fürs Zuschauen und ciao.